Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen auf DOGG. Heute mal ein ganz ernstes Video, was ich, glaube ich, schon länger mal vorhatte zu drehen. Ich habe jetzt fast 3-4 Monate Pause gemacht gehabt. YouTube komplett erstmal den Rücken gekehrt, würde ich mal so sagen. Und was hat sich geändert? Also bei YouTube hat sich sehr vieles geändert, meine lieben Freunde. Es gibt einige neue Änderungen zu dem ganzen Spektakel, Meinungsäußerungen. Ich weiß nicht, ob ihr es genau wisst. Damals gab es dieses Artikel 13, Artikel 11 und blablabla Geschichten. YouTube möchte auf jeden Fall, dass diese ganzen Meinungs-YouTuber immer mehr den Mund halten, sodass gar keiner mehr wirklich was sagen kann. Ich glaube, das hat zum Teil auch der Rapper oder Musiker oder YouTuber Mois, glaube ich, so richtig erst ins Laufen gebracht. Ich glaube, er war schon wirklich sehr, sehr heftig seine Meinung am Äußern. Ich glaube, schon da begann es vor vielen Jahren schon, dass da immer wieder mehr gemacht werden muss in diesem Bereich. Es gibt leider heutzutage zu viele Rapper und YouTuber, die einfach übertreiben mit ihren Texten und so weiter. Am Ende leiden wir 9 Leute, sag ich mal, die vielleicht einen normalen Content vorhaben zu planen und zu machen, immer darunter, weil uns einfach ja eine gewisse Einschränkung bevorsteht und die wird jetzt auch bald sein, meine lieben Freunde. Ich habe letzte Nachricht bekommen von YouTube, wir haben einiges geändert. Unsere ganze Meinungsäußerungsrubrik blablabla wird sich ändern und es wird neue Gesetze geben und. Angeblich wird es nichts eingeschränkt sein. Wir schauen mal, Freunde. Es ist auf jeden Fall sehr heftig, Freunde. Ich weiß nicht, was da auf mich zukommen wird. Ich werde das wohl in den nächsten Wochen und Tagen schon bemerken, wer sich da irgendwas geändert hat beim Hochladen der Videos. Ich habe bis jetzt noch nichts gemerkt. Ich habe zwar gehört von einigen Kollegen, sage ich mal, ja, Rap-Kollegen oder Rapper-Kollegen oder YouTuber oder was weiß ich, dass es da einige Einschränkungen gibt oder gab oder blablabliblablub. Bei mir ist bisher noch nichts aufgefallen. Ich habe zwar einige Urheberrechtsverletzungen in meinem Kanal, aber die sind jetzt nicht dadurch passiert, dass da jetzt eine neue Gesetzesänderung ist, sondern die waren schon früher da. An sich ist YouTube schon eine Plattform geworden, die sich ein bisschen verändert hat. Ich hoffe, diese ganzen Gesetze und so weiter werden mich nicht so krass einschränken, dass ich nicht irgendwie Sachen posten kann und reden kann, was ich will, sondern dass ich einfach frei sein kann. Frei wie ein Vogel, frei wie ein Wellensittich. Ja, Freunde, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt mal ein bisschen nach bla 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 bla. Ich wünsche euch was. Das war's mit dem Video, meine lieben Freunde. Bis demnächst. Peace and out. Tschüss.